Herzlich willkommen, liebe NZ Musiktalent-Check-Fans. Heute habe ich den Herrn Bott bei mir von den Nürnberger Symphonikern. Und ja, er hat uns ein Instrument mitgebracht, sein Instrument, was eigentlich etwas ganz Besonderes ist, auch innerhalb des Orchesters, denn eigentlich sieht man es nicht besonders gut. Es sitzt hinter den Geigen, hinter den Celli, hinter allen Streichinstrumenten, die vorne immer aufgereiht sind, aber man hört es ganz toll. Und aus einem ganz bestimmten Grund. Herr Bott, warum hört man es denn so gut, beziehungsweise was ist erstmal, was das ist eigentlich das Instrument, was man als allererstes hört sozusagen im Konzert? Ja, das ist richtig. Es ist so, dass noch bevor der Dirigent die Bühne betritt, gibt der Oboist das A an. Danach werden die anderen Instrumente gestimmt. Mhm. Das kommt daher, da man sagt, der Ton der Oboe kommt der menschlichen Stimme am nächsten und ist auch für alle anderen Musiker am einfachsten abzunehmen. Die Oboe besteht aus drei Teilen. Das ist hier einmal das Unterstück. Dann ganz unten hat man den Trichter oder Becher oder Schallbecher, der wird hier einfach draufgesetzt. Und oben das Oberstück. Das kommt jetzt aufs Unterstück drauf. Man muss schauen, dass die Verbindungen hier passen. Also drei große Teile. Drei Teile und schon ist die Oboe fertig. Es fehlt allerdings noch ein ganz wichtiges Teil, nämlich das Mundstück. Die Oboe gehört ja zu den Holzblasinstrumenten und innerhalb der Familie der Holzblasinstrumente wieder zu den Doppelrohrblattinstrumenten. Doppelrohrblattinstrumente? Ja, das kommt daher, weil dieses Mundstück hier aus zwei Blättern besteht, die auf eine Messinghülse aufgebunden werden. Es ist ganz klein, so sieht ein bisschen aus wie ein zusammengedrückter Strohhalm. Und diese zwei Blätter schwingen gegeneinander. Und deswegen spricht man eben von einem Doppelrohrblatt. Aha, und das muss gewässert werden. Das muss gewässert werden. Das ist ja ein Holz, was ist ja ein Naturprodukt. Das wäre also im trockenen Zustand nicht spielbar. Ganz im Gegenteil, es kann sogar passieren, dass das dann kaputt geht oder dass das platzt. Ich habe hier mal so ein paar Stangen Holz mitgebracht. Aha. Das ist das Holz, so wie ich das vom Händler bekomme. Aha. Und das wird also in unzähligen Arbeitsschritten dann zu einem Rohr verarbeitet. Das heißt, man macht das selber? Das machen die Oboisten normalerweise selber. Aha. Ja, das hat den Grund, weil jeder Oboist baut sich die Rohre für sich. Das heißt, jeder spielt doch ein bisschen anders, hat ein bisschen anderen Ansatz. Und man hat dadurch eben die Möglichkeit, sich die Rohre so zurechtzumachen, dass man persönlich sehr gut drauf spielen kann. Und ich glaube, man sieht die Oboisten so hinter der Bühne auch oft gern mit ihrem Mundstück im Mund auch rumrennen. Genau. Man muss das also immer feucht halten, damit es nicht austrocknet, sonst geht es nicht mehr richtig los. Ich kann jetzt auch mal auf dem Rohr an sich einen Ton erzeugen. Ja. Das klingt etwas kurios. Das erinnert so ein bisschen an das Krähen eines Hahnes. Ja, genau. Man sagt in Oboistenkreisen, das Rohr kräht. Aha. Das ist an und für sich ein sehr gutes Zeichen. Aha. Das zeigt dem Oboisten nämlich, dass das Rohr gut schwingt. Können wir denn mal so ein paar Töne hören? Um so spielen zu können, muss man natürlich sehr viel üben. Das ist ganz klar. Wenn man jetzt anfängt mit diesem Instrument, wie viel muss man denn ungefähr pro Tag üben, damit einigermaßen schnell was zu hören ist? Ja, ich denke, eine halbe Stunde sollte es schon möglichst sein. Täglich? Täglich, ja. Und das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Die Oboe ist natürlich schon ein anstrengend zu spielendes Instrument. Und ich denke, es ist wichtig, dass man möglichst täglich übt. Und wenn es nur mal 10 Minuten sind oder eine Viertelstunde, aber das tägliche Üben ist, glaube ich, bei der Oboe ganz besonders wichtig, weil es eben eine unheimliche physische Konditionierung auch erfordert. Und man merkt sofort, wenn man mal 3-4 Tage nicht spielt, dann geht das alles schon wieder zurück, der Ansatz und die Betrifft es vor allem die Muskulatur, Atemmuskulatur wahrscheinlich? Das betrifft vor allem die Muskulatur, aber auch die Ansatzmuskulatur.